Hallo, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Oliver Schirmer und heute möchte ich dir in diesem Video zeigen, wie du deinen Netzbetreiber herausfinden kannst, egal ob jetzt dein Stromnetzbetreiber oder Gasnetzbetreiber. Vor kurzem hatte ich die Frage bekommen und dachte mir, okay, es könnte vielleicht hilfreich sein, hier mal ein Video zuzumachen. Es geht im Prinzip jetzt einfach darum, wie du relativ schnell und einfach deinen Netzbetreiber herausfinden kannst. Du hast dazu im Prinzip vier Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass du deine Jahresabrechnung raussuchst. Und die Jahresabrechnung, die besteht immer aus mehreren Seiten. Und auf einer Seite hast du dann dementsprechend die Jahresabrechnung im Detail. Und hier hast du neben deinen Angaben Kontennummer, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum etc. auch hier, also hier dreht sich jetzt gerade um Erdgas, ja. Also wir haben hier die Erdgasabrechnung. Und hier siehst du dann deine Details. Ja, du hast hier einmal die Marktlokation, dann hast du hier die Codenummer des Netzbetreibers und die Codenummer des Messstellenbetreibers. Und hier siehst du dann auch in Klammer den Netzbetreiber, das ist die Energy Netz GmbH, ist auch gleichzeitig hier der Gaslieferant, ja, also der Gasanbieter. Das ist die erste Möglichkeit. Ja, dann hast du eine weitere Möglichkeit, die siehst du hier anhand diesem Code. Also sollte das mal hier jetzt nicht dastehen, ja, dass du halt eben nicht sofort erkennen kannst, wer dein Netzbetreiber ist, dann hast du immer noch die Möglichkeit, diesen Code hier zu nehmen. Und dann gibt es auf meiner Webseite oliverschirmer.de, ich verlinke das auch unterhalb des Videos, hast du hier zwei Links, einmal Netzbetreiber Strom, einmal Netzbetreiber Gas. Und wenn ich jetzt hier auf Netzbetreiber Gas klicke, weil wir die Gasabrechnung haben, dann siehst du hier, habe ich jetzt diesen Code hier reinkopiert und dann kannst du suchen und dann bekommst du hier auch das Unternehmen, ja, die Postleitzahl und den Ort angezeigt. Das ist im Prinzip die zweite Möglichkeit. Das gibt es zum einen für Gas, aber du findest das auch hier für Strom. Ja. Gut, dann ist die nächste Möglichkeit, dass du einfach auf Google gehst und einmal Energieatlas eingibst. Ja. Wenn du Energieatlas eingibst, dann siehst du hier zum Beispiel energieatlas-bw.de, Energieatlas Bayern, Energieatlas NRW, Energieatlas RLP und ich nehme jetzt einfach mal hier Baden-Württemberg als Beispiel. Die Webseiten unterscheiden sich ein bisschen, kann sein, dass du bei den anderen dann noch ein bisschen suchen musst. Wenn du jetzt dann im Prinzip hier bei Energieatlas-Baden-Württemberg dich befindest, dann hast du hier oben die Möglichkeit, unter Netze, Verteilernetzbetreiber anzuklicken und dann hast du einmal hier Verteilernetzbetreiber Strom, Verteilernetzbetreiber Gas und du siehst auch hier schon, die ist anhand von der Karte gestaltet und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Gas oder Strom klicke, dann öffnet sich hier, jetzt in dem Fall habe ich Verteilernetzbetreiber Strom geklickt, dann siehst du hier unten die Legende, die kannst du ein- und ausklappen und jetzt kannst du hier im Prinzip erkennen, welcher Netzbetreiber ja in welcher Region zuständig ist. Ja, also hier in Heidelberg haben wir jetzt die Stadtwerke, also es sind die Stadtwerke Heidelberg, in Stuttgart haben wir die Stuttgart Netze GmbH, ja, hier haben wir die Syna GmbH. Also auch hier hast du die Möglichkeit, deinen Netzbetreiber herauszufinden. Und die vierte Möglichkeit ist, dass du im Prinzip einfach bei deinem Energieversorger anrufst, also von demjenigen, von denen du die Abrechnung bekommst. Und wenn du es gar nicht findest, dort anrufst und die können dir das dann dementsprechend auch sagen. Okay, ich hoffe immer, dass das Video dir weitergeholfen hat. Und wenn das so war, dann würde ich mich freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst, das Video mit deinem Netzwerk teilst. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. In diesem Sinne alles Gute, bis bald, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.